Und jetzt hat Finanzminister Gernot Blümel das Wort hier am Ende dieser dreitägigen Budgetdebatte. Damen und Herren Abgeordnete, vielleicht zunächst mal ein paar grundsätzliche Anmerkungen, um dann auch auf die Kritik eingehen zu können. Die Corona-Krise stellt uns alle weltweit vor große Herausforderungen. Das ist natürlich auch in Österreich der Fall. Einerseits gesundheitspolitisch, weswegen es wichtig war, dass die Bundesregierung hier rasch, früher und entschieden gehandelt hat. Das versetzt uns jetzt auch in die Lage, schneller wieder aufsperren zu können und weniger Tote beklagen zu müssen, als das in anderen Ländern leider Gottes der Fall ist. Aber die Corona-Krise hat natürlich nicht nur gesundheitliche Auswirkungen, sondern auch wirtschaftliche. Gerade auch für ein Land wie Österreich, das sehr exportorientiert ist. Und wenn zwei der drei wichtigsten Exportpartner von Österreich, nämlich Italien und die Vereinigten Staaten, massiv vom Coronavirus betroffen sind, dann bedeutet das natürlich auch einiges für die österreichische Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt wird, je nachdem, welchen Wirtschaftsforschern man jetzt Glauben schenken darf, irgendwas zwischen 3 und 9% dieses Jahr schrumpfen. Wir leben also in Zeiten höchster wirtschaftlicher Volatilität und auch dieser von vielen am Anfang noch beschworene V-Einbruch der Wirtschaft, also ein scharfes Herunterfahren und dann ein schnelles Wiederhochkommen, das wird es wohl in der Form nicht sein. Die Bundesregierung hat deswegen viele Maßnahmen beschlossen und vorgelegt, um den Unternehmen zu helfen, besser durch die Krise zu kommen und möglichst viele Arbeitsplätze in dieser Situation auch zu retten. Und vielleicht darf ich Ihnen dazu ein paar Zahlen auch liefern. Bei den Steuerstundungen wurden bisher 260.000 Anträge auf solche gestellt. Die sind alle genehmigt und das macht ein Volumen von 6 Milliarden Euro aus, das mehr in den Unternehmen an Liquidität verbleibt. Übrigens sind 75% der Anträge und des Volumens Betriebe, die unter 700.000 Euro Umsatz pro Jahr haben. Das heißt vor allem kleinere Betriebe, die davon Gebrauch gemacht haben. Was die Garantien und Kredite betrifft, 20.000 Anträge sind eingegangen und genehmigt worden. Ganz insgesamt sind Garantien im Rahmen von 4 Milliarden Euro seitens der Republik übernommen worden. Und wenn man zum Beispiel ein Kreditprodukt hernimmt, nämlich das, was die Republik zu 100% garantiert, dann sind wir hier eines von nur 4 Ländern in der gesamten Europäischen Union, das dieses Angebot macht. Und im Vergleich zu Deutschland sind wir hier extrem gut. In Deutschland gibt es ca. 8.000 Anträge und in Österreich etwa 7.000, die auch fast alle bereits genehmigt sind. Bei der Kurzarbeit über 110.000 Anträge auf Kurzarbeit sind genehmigt worden. Das macht ein Volumen von über 10 Milliarden Euro aus. Und über 40.000 dieser Anträge sind bereits abgerechnet. Sie wissen, die Abrechnung, die ist seit Anfang Mai möglich. Ich könnte Ihnen noch viele dieser Zahlen liefern. Wenn man den Prognosen der Europäischen Kommission und auch der OECD Glauben schenkt, dann würde das heißen, dass Österreich trotz dieser schwierigen Situation besser durch die Krise kommt als andere Länder. Für niemanden ist das eine leichte Situation und ich darf mich dem vorhin geäußerten Dank anschließen, nicht nur was den Zusammenhalt der Österreicherinnen und Österreicher in dieser schwierigen Situation betrifft, sondern auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Ministerien, in den anderen Körperschaften und darüber hinaus auch hier im Parlament, die Großartiges geleistet haben in den letzten Wochen und Monaten. Ein herzliches Danke von meiner Seite hier dafür. Auch in dieser Krise spielt die Opposition eine sehr wichtige Rolle. Ich möchte ausdrücklich feststellen, dass ich tiefsten Respekt für die Oppositionsarbeit an sich empfinde. Aber in den letzten Tagen war es nicht immer ganz leicht, sachliche Kritik von prinzipieller Ablehnung zu unterscheiden. Vielleicht um eine Analogie auch zu Herrn Klubobmann-Kickl und Immanuel Kant zu ziehen. Ein wenig hat man manchmal den Eindruck gehabt, dass Kritik hier Selbstzweck, nicht Mittel zum Zweck gewesen ist. Und wenn man Kritik im kantischen Sinne verstehen möchte, dann bin ich gerne bereit, sie zu akzeptieren. Denn als Kant seine Kritik der reinen Vernunft geschrieben hat, hat er keine Ablehnung der reinen Vernunft gemeint, sondern eine Erforschung der reinen Vernunft. Denn in dem Sinn lasse ich mich gerne kritisieren, genau hinzusehen, wo es substanzielle Herausforderungen gibt, die man ändern müsste, Herr Klubobmann. Im Sinne dieser forschenden Kritik
haben wir uns auch intensiv mit den Vorwürfen auseinandergesetzt, die von der Opposition erhoben worden sind. Nicht nur mit den Experten im Finanzministerium, sondern auch darüber hinaus. Und ich darf Ihnen nur ein paar Zitate hier vorlesen von externen Experten und was die zur aktuellen Situation und zum Budget sagen. Der Chef des Wirtschaftsforschungsinstitutes, Christoph Bartelt, hat am 26.05. im Kurier gesagt, ich zitiere, jetzt ein Budget mit konkreten Zahlen abzugeben, wäre fast ein Selbstbetrug. Ein Kassasturz fürs Budget macht erst im Herbst Sinn. Und weiter, ein Teil des Budgets ist regulär, was die Umweltmaßnahmen betrifft beispielsweise, aber Corona-bedingt lassen sich die Einnahmen nicht abschätzen und auch die Kosten für die Kurzarbeit nicht. Christoph Bartelt. Ein weiterer Experte, Ex-Budgetchef Gerhard Steger, der vielen von Ihnen noch bekannt ist, der hat auch gemeint, der Kassasturz muss dann her, wenn es seriös gemacht ist und nicht, wenn ein optimistisches Bild vermittelt werden soll. Ein Kassasturz muss her, wenn er realistisch ist und nicht geschönt ist. Und ich darf vom Budgetexperten Magister Manfred Klaus Lödl zitieren, mit der gewählten Lösung wird den Grundsätzen der Budgettransparenz und Effizienz in vertretbarer Weise Rechnung getragen. Ein Verstoß gegen die verfassungsrechtliche und sonstige Haushaltsvorschriften liegen nicht vor. Sämtliche vorgelegten Gesetzesvorschläge entsprechen den Haushaltsverfassungsrichtlinien. Ein weiteres Zitat noch. Es gibt ein weiteres Gutachten der Professoren Heinrich und Breuer, die ebenso sehen, dass die gewählte Vorgangsweise verfassungsrechtlich zulässig ist. Dennoch gibt es einen Punkt, wo sich nicht alle Experten einer Meinung sind. Und zwar, wenn es darum geht, in welcher Weise die Überschreitungsmöglichkeit von 28 Milliarden, die ja bereits bisher im Budgetvorschlag drinnen stand, in welchem Detaillierungsgrad dieser ausgewiesen wird. Und diesen sachlichen Punkt im Sinne einer forschenden Kritik, den darf ich gerne aufgreifen, diesen sachlichen Punkt nehmen wir auf und wir ergänzen daher die davon betroffenen Rubriken sowie die aus heutiger Sicht anzunehmenden tatsächlichen Auszahlungen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben dazu auch bereits ein weiteres Gutachten eingefordert, ob diese Vorgangsweise auch diese Kritik entsprechend aufnimmt. Die Universitätsprofessoren Janko und Meyerhofer, Zitat, mit diesen Änderungen würden die aufgekommenen Bedenken gegen die Vereinbarkeit des zu beschließenden BFG 2020 mit den haushaltsverfassungsrechtlichen Grundsätzen, insbesondere den Grundsätzen der Budgetwahrheit sowie der Budgetklarheit und Transparenz, ausgeräumt. Ich denke also, wir sind hier auf dem richtigen Weg, auch auf diese Kritik einzugehen. Und wenn jetzt hier Zwischenrufe kommen und es nicht genug ist, dann sagt das vielleicht auch ein wenig über die Kritikfähigkeit der Kritiker aus, wenn man auf die Kritik reagiert. In dem Sinne glaube ich, dass wir alles getan haben, um auch Ihnen entgegenzukommen, sehr geehrte Damen und Herren von der Opposition. Ich darf mich abschließend für die gute Zusammenarbeit in schwierigen Zeiten bedanken. Nicht nur, aber vor allem bei den Abgeordneten der Regierungsfraktionen, aber auch bei vielen Abgeordneten der Opposition. Vielen Dank. Man habe sich intensiv mit den Vorwürfen der Opposition auseinandergesetzt, sagt Finanzminister Gernot Blümel von der ÖVP. Er zitiert verschiedene Budgetexperten, die bekräftigen, dass die gewählte Vorgangsweise zulässig sei.